Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Path of Exile Video. Diesmal mit meiner Beschwörer Nekromantin. Zombies auf Steroids heißt der Bild. Der ist im offiziellen Forum auf Englisch Zombies, Skeletons and Specters of Steroids. Das ist so, dass er mit diesem Helm, den ich jetzt trage, wo man den Skin so schön sieht, nämlich der Baron oder Webberin, verstärkt unsere Zombies und macht zum Beispiel, dass wir auch Leben absaugen, wenn wir 1000 oder mehr Stärke haben. Oh, aber auch ein Zombie pro 300 Stärke, und das möchte ich erreichen. Das kann ich jetzt mit Level 49 noch nicht machen, aber ich bin schon gut dran, weil ich noch nicht die Passive genommen habe, die großen. Also hier ist noch einer. Hier unten sind drei. Und ja, entweder den noch nehmen oder ja, wo man sonst noch die Stärke hat. Hier hat man noch Stärke 10, aber nur. Ja, wir erreichen das schon, aber mit Items. Ah ja, hier ist noch 20 zu Stärke, genau. Jo, und hier sieht man, wo man Stärke bekommt. 20, 20, 10, 20. Aber wir nehmen eigentlich nur so relativ diesen Weg, den wir jetzt genommen haben. Und dafür hier noch runter. Säle aus Stahl nehmen wir noch mit. Und hier weiß ich gerade nicht, was wir noch mitnehmen. Auf jeden Fall, wir machen jetzt kurz Kitawa, aber zuerst machen wir noch das Gefäß. Metamorph-Gefäß. So. Wir haben nämlich einen OP-Charakter, der macht alles. So, meine Schwester war kurz da. So, wir machen Kitawa. War keine Herausforderung. Ja, also, was ich hier habe, ist noch Lichtbogen mit Bestrafung, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Dass die Gegner, also vor allem die Zombies und so, mehr Angriffsgeschwindigkeit haben, mehr Stärke haben, und die Gegner weniger Resistenzen für den physischen Schaden haben. Ich habe dafür nicht Haste oder Hate, also Hass dabei. Und ja, ich habe eigentlich keinen, wie sagen wir den, Opfer dabei. Also ich habe schon ein Opfer dabei, aber nicht aktiv, genau. Ich habe nur Sammeln. Weil es ist einfach ultra OP. Ich verstehe nicht, wieso PoE letzte Season Ding bekommen hat, eine Minion-Verstärkung, die zu stark war, und diesmal eine Bogenverbesserung, die zu schwach ist. Weil die Ranger, die halten einfach nichts aus. Man kann einfach nicht mit denen spielen im Endgame. Deshalb ist es jetzt momentan so, dass es einfach das Balancing völlig broken ist. Die Nahkämpfe immer noch zu schwach sind, die Minions zu stark sind. Und ja, die Fernkämpfe jetzt auch zu schwach sind. Hey, was hast du da? Seit wann hat man Wirbeln auf die andere Seite? Sieht aus wie ein Maul. Weil es wahrscheinlich einfach so dämonisch aussieht. Ich war ein bisschen verwirrt, wieso. Also stecken die nur außen an der Haut? Also an der Seite vom Bauch, und innen sind sie gebrochen. Nein, das sind ja Zacken. Also wahrscheinlich hat Kit aber einfach so einen komischen Brustkasten. Ach ja. Oh, weißer Blitz. Also was ich jetzt auch geschaut habe, ist ein bisschen defensiv zu sein. Und ja, die Rüstung
Gefällt mir zwar nicht so, aber wenigstens ja. Viermal und fast fünf Link. Und ja, Baron habe ich geschenkt bekommen von Thorsten 38. Weißt du, glaube ich. Ja, von ihm hier, Wunderflunder. War damals sein Charakter. Und die habe ich gefunden. War ganz am Anfang, ich glaube sogar in einem der Parts. Und ja, dort ist Verdammung und Wanderlust gefunden. Und Sitte Hauch. Ja. So dass ich einfach wenig Path of Exile spielen kann, läuft es eigentlich sehr gut. Weil mein. Ja, wir können ja kurz. Ne, ich habe keine Items dort. Mein Fallen. Multiflame Charakter. Also nein, nicht Fallen. Minen. Der ist schon in den Maps T2, T3 Maps. Und der geht ab, aber ist zu squishy. Also er hält auch leider nichts aus. Weil ich einfach noch nicht die Items habe, die für ihn das bringen zum Aushalten. Und deshalb geht's nicht so. Ja. Oh, bist du schnell tot? Was ist denn mit dir los? Hältst du nichts mehr aus? Ja. Bin ich zu stark? Bist du zu schwach? Oh, das macht sicher Spaß. Weil mit den Minen hat es auch Spaß gemacht, dass die Gegner sofort down sind. Ich bin sowieso einer, wenn ich OP bin, habe ich viel mehr Spaß, als wenn ich zu schwach bin. Also ja, der Frust steigt halt stark an, wenn man nicht jetzt gerade so OP ist. Ich finde das Spiel genug gut, wenn es nicht frustig ist. Wenn es einfach schön locker zum Spielen ist. Wenn ich sowieso sehr zäh bin. Aber meine Builds sind immer so schwach, so unzäh, so hilflos. Deshalb bin ich jetzt momentan auch ein bisschen mehr defensiv. Also ich bekomme kaum Schaden. Eventuell ein paar vom AS Damage, aber mehr nicht. Ja, und der Baron ist mega OP. Also, wo ich den bekommen habe, so mit Level 30. Oh, der Charakter war einfach mal doppelt so stark oder dreifach so stark. Also unbedingt den mal erhandeln. Wenn ihr den Bild machen wollt oder ein anderes Baron-Bild. Ist schon krass. Ja, man kann einfach so durchs Spiel rushen, das ist einfach cool. Ah ja, hier der Amboss, ja. Braucht man nicht mehr. Es gibt kein Bild mit dem Amboss mehr. Ja, kaum. Weil man braucht andere Unix jetzt für Max-Block und so, glaube ich. Also es gibt ein besseres Unix als Amboss, glaube ich, jetzt schon. Es gibt so einen mit Tentakel vom Elder. So ein Amulett, das wird, glaube ich, getragen. Aber ich könnte mich auch irren. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Endgame-Tank-Builds oder so. Ja, ist auch schon fast voll Unique gut. Und hier habe ich die Griff der Dreieinigkeit bekommen von diesem Engel-Charakter, also von wie heißt er schon wieder? Ja, eben. Die Namen halt. Muss ich gerade wieder denken. Farewell. Hat so einen schweren Namen. Der Bruder vom Sinn. Irgendwas mit O. Kommt jetzt nicht drauf, aber gut. Jo, und hier ja. Hier aufpassen auf die Schosse, diese. Meteoriten, kalte Meteoriten. Das könnten auch irgendwelche Eisgeschosse sein. Mal schauen, wie der
Boss, Gebietsboss jetzt so zum Besiegen ist. Wahrscheinlich auch ganz easy. Wie immer alles easy. In diesem Charakter ist alles easy. Also wenn ich mal auf die Fresse bekomme, weil gerade ein Gegner hier ist, dann, ja, ihr seht es. Ich überlebe es noch, weil, ja, die Bosse, also die man beschwört hier, von Metamorph, ist einfach nur brutal stark. Vor allem so ab Level 60 hauen die so mega rein, dass man dreifach, vierfach tot ist. Und deshalb immer abhauen, nicht so wie ich. Ganz nah, da ist der Gebietsboss. So. Der war zu einfach. Er war einfach zu einfach. Jo. Noch das Nebengebiet, das gibt, glaube ich, ein Skillbuch. Und nein, irgendwelche Armor. Macht richtig Spaß. Also ich fühle mich schon einfach zu stolz, gerade mit dem Charakter zu spielen. Weil da habe ich ja noch nicht. Es sind ja dieses Zweihandschwert da nötig. Aber irgendwie überhaupt nicht, weil wir schon so OP sind. Das finde ich sicher auch bald. Weil es spawnen relativ viele Kisten, also dass man hier Metamorph Unix auswählen kann. Das sind so kleine orange Symbole, die aussehen wie Kisten. Und dann droppt hoffentlich auch mal nicht immer das gleiche Item. Das bekommt man am meisten. Also Life Leech Handschuhe oder ja, diese Handschuhe mit Blitzdamage und mit Level 1 tragbar sind. Und so Sachen, also wirklich sehr häufige Items nur. Ah, easy, ja. Ich glaube, ich gehe schon Delvin da. Ja, ich habe leider keinen Sulfid. Also, das haben wir auch geschafft innerhalb von ein paar Sekunden. Ich muss das wegmachen, das stört mich da. Also jetzt könnte ich eigentlich alle Stärken nehmen. Wie viel brauche ich jetzt noch? Ja. 73. Nein, 83. Ja, ein Zombie mehr. Aber ich merke sie gar nicht, weil ich tue ja mit dem Skeletten Damage mal. Also eigentlich sollte ich jetzt nicht auf Stärke, sondern auf Defensive. Ding, also diese Defensivnotes da in der Nähe holen. Ja, weil die blöden Eiskometen, Kristalle, Metall. Hallo, geht's? Wie viel schießen die? Ja, wir sind schnell gerade hier. Ich bin einfach null defensiv, also. Ja. Keine defensiven Auren, keine defensiven Ausrüstungsgegenstände. Einfach null Defensive. Obwohl ich eben geskillt habe, ich schon defensiv bist. Aber ihr habt ja gesehen, eigentlich war es nur Stärke nutzen. Hey, ich störte. Mal ein bisschen Walen. Minion-Armee. Da ist er ja. Schon wieder kein Unique. Mann, das sind einfach so unnötig, vor allem die mit den Gehirnen drauf und so. Völlig unnötig, das ist ja alles. Auf der Fake-Seil. Gegenstände, ein Spiel, wo man Müll einsammelt. Auf der Fake-Seil. Der neueste Kracher, der Kracher. Mit dem Müll. Das Trash-Spiel. Nein, nein. Es ist kein Trash-Spiel, es ist so ein geiles Spiel, aber. Es krankt an kleinen Kinder. Quatschproblemen. Kindermüll. Also wirklich ein Trash. Kinderkrankheiten hat. Deshalb diese Kinder.
Und das macht halt einfach. Es macht nicht langweilig. Es macht eher, ja, so geht's nicht besser. Man hat immer das Gefühl, ja, perfekt, muss noch besser sein, noch besser, noch besser. Und freut sich jedes Mal noch auf eine neue Season. Oder eine neue Liga eher. Das ist ja nicht Diablo 3. Und trotzdem hat man dann immer sehr schnell wieder halt etwas Besseres vor. Das heißt also, man möchte gerne noch eine Season haben, nach 10 Tagen oder so, und nicht nach 3 Monaten. Und das motiviert dann natürlich auch wieder mehr, da reinzuschauen und so weiter. Aber ein so richtig durchgehendes Spiel ist es leider noch nicht. Also wir sind halt schon zu verwöhnt, weil wir so viel spielen, hä? Stimmt's oder habe ich recht? Ja gut. Na gut. ich kann einfach nicht mehr. Es ist einfach, ja, so ein tolles Spiel. Völlig hype, gehypt. Ich werde sicher jeden Tag spielen. Bis Ende Season und dann werde ich wieder jeden Tag spielen. Nach dem letzten Tag werde ich wieder jeden Tag spielen. Es macht einfach mega süchtig, das Spiel. Das ist einfach genial. Und ich bin ja gar nicht der, der eigentlich OP-Builds macht. Auch eben eher Solo-Self-Found spielt. Aber, ja, dann hast du eben das Problem, dass du dann eher wieder auf ein OP-Build aufspringst, weil die anderen natürlich viel schneller sind, die OP spielen, also die OP-Builds auch spielen. Und du denkst dir dann so, ja, wieso machst du dir das an? Oh, gehst du rüber zu, also spielst du ein OP-Bild. Doch auch noch, als letzter. Als letzter, der noch nicht den OP-Bild ausprobiert hat. Ja, dann, bist du doch wieder mehr, hast wieder mehr Spaß, weil du einfach durchwaschen kannst. Diese Sachen, die einem aufhalten, nicht mehr habt. Und ja, das Spiel macht wieder mehr Spaß und ich komme endlich vorwärts. Hey, hallo! Nicht so viel Eisgeschoss, ey. Also machen wir den noch und dann machen wir ein oder zwei Tage Pause. Bis ich dann in den Maps bin und dann machen wir wieder weiter. Dann kommt das nächste Video. Ich habe leider momentan echt wenig Zeit, ich mache so viel Sport. Aber das hilft euch auch, weil ich dann bessere Videos aufnehmen kann, wenn ich dann topfit bin und Sport machen kann. Und dann auch eine Arbeit habe nebenbei, mache ich dann mehr Videos und auch mehr Livestreams. Das hilft euch. Also keine Sorge, dass ich da weniger mache. Ich mache eigentlich schon zu wenig, aber gut. Momentan bin ich auch nicht so, ja, motiviert, also Motivation schon, aber die Zeit fehlt mir halt eher, die ich dann bald wieder bekomme. Oh, gesegnete Sphäre. Und noch eine Sphäre der Läutung. Danke. Okay, dann mache ich auch kleine Pause von Path of Exa. Noch ein bisschen Champion zu verrecken, um dann spiele ich noch ein bisschen weit. Ja, ich weiß nicht, wenn das nächste Video, also wie weit ich dann bin. Weil ich spiele eigentlich immer dann Path of Exa, wenn ich zwischendurch nichts zu tun habe. Oder einfach am Warten bin auf irgendwas. Dann spiele ich Path of Exa, weil es immer schnell geht. Ja. Also dann. Danke fürs Zusehen und dabei bleiben. Viel Spaß mit weiteren Videos von mir. Tschüss.